Tag mit der Zeitumstellung, wie schön, hast du eine Stunde noch, wo du kannst zu Hause früher sein. Oh, Gloria. Nehemia Kapitel 1, Vers 4. Nehemia Kapitel 1, Vers 4. Da ich aber solche Worte hörte, saß ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns führt in deiner Kraft. Und wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst, erhörst und dass du uns führst in deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, heute Morgen, dass dieses Wort möchte ein lebendiges Wort sein, dass deine Kinder möchte wirklich verändern in Kraft und in Wahrheit, in der Gewissheit, du bist bei uns, du bist mit uns und in dir sind wir mehr als Überwinder. In Jesu Namen. Amen und Amen. Die Bibel berichtet uns, dass Nehemia, er bekommt etliche Nachrichten, es geschehen etliche Dinge in seinem Umfeld und es bringt ihn zu weinen. Ich weiß nicht, ob du schon so eine Situation dein Leben gehabt hast. Da kommen auf einmal etliche Dinge, die stauen sich zusammen. Und auf einmal merkst du die Situation, die da ist. Manchmal sind wir so hektisch in der Welt, sind so viele Dinge, dass wir es nicht nachvollzogen haben. Und auf einmal kommen wir wieder runter, hast du eine Zeit, wo du mehr Zeit hast, wo du mehr zu Hause bist, wo du wieder nachdenken kannst, wie dein Leben gelaufen ist, was davon geworden ist, von deinen Träumen, von deinen Visionen. Die Bibel sagt, dass Nehemia bekommt Nachrichten, ganz Jerusalem, die Mauern sind zerstört. Er bekommt diesen, und die Bibel sagt, und er weint. Ah, ich danke dem Herrn für die Tränendrüsen. Oh, was ist das für ein wunderbarer Ausgang von unseren Schmerzen. Wie wunderbar ist es, wenn du geweint hast, nachher ist dein Gefühl wieder so. Scheinbar aus den, mit den Tränen geht diese ganze Traurigkeit raus. Und die Bibel sagt, und er setzt sich hin und weint. Oft gibt es nichts anderes zu tun, als zu weinen. Das Wunderbare ist, dass Gott sieht deine Tränen. Ah, Geschwister, wie wunderbar ist es, wenn wir auf einmal etwas erkennen. Und oft bringt das Traurigkeit in unserem Herzen. Weil es sind etliche Dinge, was du siehst in deinem Leben. Die Bibel sagt, Nehemia, Kapitel 1, Vers 7, das Buch Nehemia, das ist abhängig von der Sprache in anderen Versen eingeteilt. Also wenn es bei dir ein bisschen anders ist, die brasilianische Übersetzung ist anders, die englische ist anders. Also, und die, selbst die deutsche hat etliche Variationen. Nehemia 1, Vers 7 sagt er, wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Wo er diese Zeit hat und wie er anfängt wieder nachzudenken, erinnert er sich an den Maßstäben des Wortes Gottes und auf einmal merkt er, da sind etliche Dinge, wo wir als Volk abgewichen sind. Es sind etliche Dinge, wo wir nicht mehr das Ziel, wo wir nicht mehr den Fokus, wo wir das Ziel verfehlt haben. Und die Bibel berichtet uns, dass er kommt und zum König. Ah, wie wunderbar ist, dass wir zum König kommen können. Oh, glorious. Und die Bibel sagt in Vers 2 von Kapitel 2, da sprach der König zu mir, warum schaust du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Das ist nicht so, sondern du bist schwermütig. Wie wunderbar ist, dass wir zum König kommen. Dass der Herr uns so eine wunderbare Engel schickt, Freunde, Geschwister, die fragen, wie geht's dir so? Was ist los mit dir? Du siehst heute so traurig aus. Oft ist es ein Bruder, eine Schwester, ein WG-Kumpel, ein Arbeitskollege, ein Ehepartner, ein Kind, Eltern. Oft ist es Gottes Wort. Oft ist es Gott persönlich, im Heiligen Geist, der uns umarmt. Und er sagt, warum bist du so traurig, Herr? Was ist los? Und oft haben wir diese Gefühlsausbrüche und wir selbst wissen nicht, warum. Du bist gerade in so einer Zeit in deinem Leben und vielleicht ist gerade wegen so einem Virus bist du viel zu Hause geblieben. Du fängst an, über dein Leben nachzudenken, über deine Träume, über deine Visionen, über dein Studium, über wie es bei der Ausbildung war, die Ziele, die du damals hattest, diese erste Liebe zu Jesus, diese Fülle im Heiligen Geist, dieses Feuer, das du damals hattest. Und da sind so viele Dinge gekommen. Auf einmal war es mit Studium, auf einmal war es Karriere, auf einmal war es Arbeit und auf einmal sind etliche Dinge nicht mehr da. Und die Bibel sagt uns in Kapitel 2, Vers 15, und ich zog des Nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Und ich kam wieder durch das Tal zurück. Die Bibel sagt, auf einmal fängt Nehemias an, er geht nachts, er nimmt nur ganz wenige mit sich und er untersucht die Mauer. Und die Luther 84,
Die bringt diese in Bezug auf genau, er untersucht genau den Zustand der Mauer. Und oft ist es in unserem Leben, auf einmal schaust du an diese Mauer und die Risse, die da sind, und da hast du vorher nicht gemerkt, dass jetzt hast du Zeit. Und die Bibel sagt, und er nimmt sich nachts diese Zeit und er geht, ohne dass keiner weiß, und er schaut sich die Mauer an, ganz genau an jeder Stelle, wo die Risse sind. Auf einmal merkt er, die Mauer, die sind so viele Risse in der Mauer. Oft haben wir das vorher nicht gemerkt. Wir wussten nicht das, was da geschah. Und in Kapitel 2, Vers 17, er sagt, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, darin wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Toren sind mit Feuer verbrannt. Komm, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht mehr eine Schmach seien. Er sagt, komm, wollen wieder aufbauen, wollen wieder herstellen, wollen wieder bauen, wollen es wieder in Ordnung bringen, wollen wieder unsere Familie wieder in Anspruch nehmen, wollen diese Verheißung Gottes wieder bearbeiten, wollen wieder zurück zum Wort Gottes, wollen wir wieder wiederherstellen unsere Beziehung, wollen wir wieder unsere Berufung, wollen wir wiederherstellen, wollen wieder aufbauen, was der Feind herniedergerissen hat. Ah, Geschwister, oft merken wir gar nicht. Wir waren so im Strudel der Zeit, so in der Hektik unserer Arbeit, so in dem Ziel unseres Lebens, dass wir nicht gemerkt haben, dass in vielen Bereichen unseres Lebens wir vom Ziel abgewichen sind. Und Nehemias, er merkt, da ist etwas falsch, aber er sagt, Leute, kommt, wir schaffen es. Wollen es wieder aufbauen, wollen wieder herstellen, wollen wieder neu, wollen wir es machen. Es ist möglich, mit Gott können wir es wieder herstellen. Oft sehen wir unsere Familienangehörigen, wir sehen unsere Berufung, wir sehen Menschen in unserem Leben, wir sehen unsere Finanzen, wir sehen Ziele, die wir hatten. Und oft haben wir auf irdische Ziele geschaut und du schaust zurück und du siehst alles, was du nicht auf Gott gebaut hast, so vieles, es ist zerbrochen, es ist zerstört. Aber das Gute ist, dass Gott ist mit uns. Und Nehemias, obwohl er ein Mann war, der keinen Grund hätte, optimistisch zu sein, weil alles lag in Trümmern. Aber er sagt zu den Leuten, komm, lasst uns wieder aufbauen, die Mauern Jerusalem. Geschwister, lasst uns wieder aufbauen. Oft ist diese Situation, was eine Attacke des Feindes war, wo die Mauern zerstört wurden, eine Gelegenheit, um zu erkennen, um neu mit dem Herrn jetzt, um aufzubauen, aber jetzt mit den Prinzipien des Wortes, jetzt mit Gottes Wort. Und die Bibel berichtet uns in Nehemia 2, Vers 20, da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte und haben uns aufgemacht und bauen. Er sagt, Leute, vielleicht können wir nicht. Wir haben keine Voraussetzung. Aber der Gott des Himmels, er wird uns gelingen schaffen, wenn wir uns entscheiden, wieder aufzubauen. Wir haben einen Gott, der mit uns ist. Ein Gott, der gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und oft haben wir viele Dinge nicht angegangen, weil es ist zu herausfordernd. Der Feind attackiert, das sind so viele. Das war unmöglich eigentlich. Sie waren nur ein kleines Häuflein und die Feinde waren so mächtig und die Feinde haben sich alle gemeinsam gegen sie verschwört. Und eigentlich war das nicht möglich. Viele haben es schon probiert. Aber Nehemia sagt, kommt, es ist möglich. Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen, denn wir sind seine Knechte und haben uns aufgemacht, um wieder zu bauen. Wir sind die Kinder Gottes. Wir sind seine Knechte. Und es geht nicht um uns, es geht um ihn, es geht um sein Reich. Und er hat letzte Zeit sehr viele Zeichen gegeben, dass die Frau schon in Schwangerschaft ist, dass die Schwangerschaft schon da ist, dass die Wehen schon eintreten, dass schon verschiedene Wehen und viele Dinge, die wir sehen, was uns er zeigt, auch in Matthäus, sind diese Wehen, die kommen. Sei es jetzt ein Tsunami, sei es jetzt eine Krankheit, sei es jetzt ein Virus. Es sind die Zeichen, der Herr, er kommt wieder. Und es gibt so viele Risse in der Mauer und es ist Zeit, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, dass wir aufstehen. Ich bin begeistert von Nehemias. Er sagt in Kapitel 4, Vers 17, die da bauten an der Mauer und die da Last trugen von denen, die ihnen aufluden, mit einer Hand taten sie die Arbeit, aber mit der anderen Hand hielten sie die Waffe. Zu lange haben wir als Gemeinde Jesu Christi nur die Arbeit getan, nicht die Waffe gehalten. Zu sehr nur das Irdische gemacht und nicht Gottes Wort in Anspruch genommen. Zu sehr nur Benefiz und arme Leute zu helfen und das soziale Wesen zu betrachten, ohne Gottes Reich zu betrachten. Zu lange haben wir nach unseren eigenen Maßstäben, nach unserer eigenen Erkenntnis und Philosophien Dinge gemacht, ohne Gott zu konsultieren, ohne Gott zu fragen, ohne sein Wort in Anspruch zu nehmen. Und die Bibel sagt, hier kommen die Arbeiter jetzt und sagen mir, so könnt ihr nicht machen. Wenn ihr möchtet siegreich sein, dann müsst ihr die Waffe in der Hand halten und mit der anderen Hand arbeiten. Wenn ihr möchtet siegreich sein, hilft nicht nur arbeiten.
Du brauchst das Wort. Und wir sind so einseitig geworden, wir als Gemeinde der westlichen Welt, in dieser postchristlichen Zeit. Wir sind modern geworden. Wir haben aufgehört auf Gottes Wort. Wir sind in eigener Kraft, mit eigenen Philosophien, mit unserer eigenen Mentalität, die eigene Theologie, wo wir uns keinem unterstellten, wo wir nur noch sagten, was wir dachten, wo wir als Hater in jedem Chat einfach unseren Frust rausließen, aber nicht zum Thron der Gnade gekommen sind. Und er sagt, wenn ihr möchtet siegreich sein, dann braucht ihr das Wort und ihr braucht auch Arbeit. Wir brauchen die Waffe und wir brauchen aber auch unser Werkzeug. Wir müssen wieder zurück. Und ich finde es gigantisch in Vers Nehemia 4, Vers 16. Ich hatte allen befohlen, übernachtet in Jerusalem, damit ihr nachts eine Wache übernehmt und tagsüber arbeiten könnt. Sogar nachts zog ich meine Kleider nicht aus. Und auch meine Verwandten, meine Mitarbeiter und die Männer meiner Leibwache waren jederzeit einsatzbereit mit der Waffe in der Hand. Jesus hat wachet. Wir müssen wieder lernen, wachsam zu sein. Wir müssen wieder lernen, den Herrn zu suchen. Und ich finde das so gigantisch, dass Gott uns zeigt, wie Jesus wachsam war, wie oft er nachts auf dem Gebet, nachts er ging zum Herrn. Wir brauchen wieder die Zusagen Gottes, wir brauchen wieder Gottes Maßstab. Dazu brauchen wir Gottes Wort. In Nehemias 5 sagt er, Vers 10, auch ich und meine Verwandte und meine Mitarbeiter haben anderen Geld geliehen ohne Zins und Getreide, doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Eine Übersetzung sagt, wir haben erkannt, es ist Zeit, dass wir nicht mehr uns untereinander ausbeuten. Geschwister, wir beuten uns oft so aus, wir merken das gar nicht. Statt, wir sehen Geschwistern als Kunden. Wir sehen Freunde als potenzielle Leute, die uns reich machen. Wir sehen Menschen, die berühmt sind, für uns als eine Brücke, damit wir unseren Ministry, damit wir unsere Arbeit, damit wir unser Ergebnis, statt dass wir mit Gott etwas aufbauen, bauen wir auf Menschen. Und er sagt, hört auf damit, hört auf, gibt alles zurück. Sie sprachen dann Verse vorher, es ist von Ländereien, von Grundstücken. Gebt alles zurück. Fangt an auf Gottes Maßstab. Ihr seid Gottes Kinder, also habt den Charakter Gottes. Wir sind das Volk Gottes, also schauen wir aus, wie Gott es haben will. Wir gehen nach Gottes Richtlinien, also fangen wir an, Gottes Wort in Anspruch zu nehmen. Wir als Gemeinde Jesu Christi, dass wir den Charakter Christi wieder haben. Wir müssen zurück zu seinem Wort. Wir müssen zurück zu dieser Gnade, die Gott uns gibt. Und sie bauten, Nehemia 6, Vers 15. Und die Mauer wurde nach 52 Tagen, am 25. Tag des Monats Elul, fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Das größte Ziel unseres Lebens ist, dass es sichtbar ist, dass Gott es getan hat. Dass wir Gott verherrlichen, dass wir ihm die Ehre geben. Wie oft als Menschen vergessen wir das. Sei es jetzt im irdischen Bereich, sei es im göttlichen. Wir sehen sehr viel auch in der Welt. Die Bibel sagt sogar über Herodes, da er Gott nicht gepriesen hat, hat der Herr ihn. Geschwister, wir haben diese wunderbare Verheißung. Aber wenn wir etwas haben, Gott hat es uns geschenkt. Gott hat uns ausgerüstet. Gott hat uns geholfen. Gott hat uns die Werkzeuge, die Arbeitsstelle, den Körper, die Familie, das Land, den Sieg, die Gesundheit. Es ist Gott. Ihm gebührt die Ehre. Nur er ist der Ehre. Wir sehen immer wieder, dass das Volk Israel, jedes Mal, wenn sie ein Götzen hatten, fielen sie in Gefangenschaft. Wir merken gar nicht, wie viele Götzen wir in unserem Leben haben. Das sind angeblich christliche Dinge, aber es sind Götzen für uns. Oft unsere Kinder sind Götzen für uns. Gott schaut Abraham an und sagt, Abraham, gib mir deinen Sohn zurück. Ich habe ihn dir gegeben. Er war sich nicht zu schade. Ich befürchte, dass viele von uns, wir vergötzen unsere Finanzen, vergötzen unsere Prinzipien. Wir haben nicht mehr Gottes Wort, wir lassen nicht mehr zu, dass Gott uns etwas sagt. Kein Mensch auf der Welt hat Courage, uns zu konfrontieren. Denn jeder, der uns konfrontiert, der wird wie eine Briefmarke zusammengewatscht. Weil wir nicht mehr gewohnt sind zu gehorchen, wir sind nicht mehr gewohnt, Rechenschaft zu geben. Und die Bibel sagt uns, dass Nehemias, er kommt und er bringt diese Nachricht, die Mauer ist fertig. Und die Bibel sagt, und dann auf einmal, bis jetzt hatten das Volk es schwer, jetzt haben die Feinde es schwer. Die Bibel sagt, jetzt wurde es sichtbar. Es ist unmöglich, mit Menschen handgemacht zu worden sein. Es kann nur Gott sein. Es ist nicht möglich, dass eine Person, die vielleicht so eine schlechte Noten, die so eine schlechte Gesundheit, die so eine schlimme Familie, die so einen schlimmen Zustand, die so ein schlimmer, dass da etwas ist. Man muss erkennen, es ist Gott. Es ist Gott, der führt. Es ist Gott, der rettet. Es ist Gott, der den Segen gegeben hat. Sehr viele Tränen.
waren während dieser Zeit geflossen. Und die Bibel sagt uns in Nehemias Kapitel 8, Vers 6. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, es soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zu Boden. Vers 9. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, was im Wort stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten und die Gesetzausgelehrten ermutigten sie, seid nicht traurig und weint heute nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Freudenfest und ein Festmahl und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn ist unsere. Oh, Halleluja. Diesen Vers, den wir als Gemeinde gebrauchen. Er kam nach einem langen Kampf, nach einer großen Niederlage, nach einer großen Herausforderung, nach einer großen Attacke des Feindes. Aber Gott hat es in Sieg verwandelt, weil ein Mann sich entschieden hat, zurückzugehen zum Wort Gottes, die Mauern zu untersuchen, Buße zu tun und wieder sagen, Leute, komm, wir fangen von vorne an. Ich gebe mich auf. Du wirst nicht sterben, du wirst nicht versagen, du wirst diese Krankheit nicht bekommen, du wirst nicht in Ängste gehen, du wirst in der Kraft Gottes gehen. Und Gott hat das zugelassen, damit wir erkennen, in welchem Zustand wir die Mauern Risse haben und dass sie wieder aufstehen, dass wieder Freude da ist. Am Anfang dieser Geschichte wurde viel geweint. Am Ende der Geschichte wurde viel gelacht. Am Anfang der Geschichte wurde viel gefastet. Am Ende der Geschichte wurde viel gefeiert und viel gegessen. In Prediger finden wir in Kapitel 3, in den ersten Versen, sagt uns Gottes Wort, Vers 4, weinen und lachen hat seine Zeit. Vers 5, armen und loslassen von umarmen hat seine Zeit. Wenn jemand dir vielleicht ein Jahr noch gesagt hätte, dass das wäre strafbar, wenn du einen Monat mit jemand die Hand gedrückt, hättest du es nicht geglaubt. So schnell kann es gehen. Die Zeiten verändern sich, aber was sich nicht verändert, ist unser Herr. Er rettet, er heilt, er bewahrt, er schenkt uns immer noch seine Zusagen. Wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dass wir wieder anfangen, in der Gnade Gottes zuzulassen und so wie Nehemia sagt, kommt, lasst uns wieder aufbauen, lasst uns wiederherstellen, lasst uns bauen. Denn Gott hat uns die Verheißung gegeben. Und wenn Gott mit uns ist, Halleluja, wer kann gegen uns sein? Er schenkt uns Kraft in der Gnade. Was angeblich als ein Sieg des Feindes aussah, hat Gott in Segen und in Sieg des Volkes Gottes verwandelt. Was manchmal aussieht jetzt als ein Sieg des Feindes, mit Krankheiten, mit Virus, Gott kann es gebrauchen, dass wir als Volk wieder runterkommen, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir wieder mit Fasten und Beten zu ihm kommen. Der Herr sagt, wenn mein Volk, das ich in meinem Namen nenne, wir haben die Verheißung Gottes, er ist mit uns, er verlässt uns nie, in ihm sind wir mehr als Überwinder. Amen. Oh, Gloria, oh, Gloria, oh, Gloria. Vater im Himmel, danke. Danke, 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 Herr, für diesen wunderschönen neuen Tag. Danke dir für dein Wort, das uns immer wiederum lehrt und dass wir das haben, dass wir es lesen dürfen. Dann öffne unser Herz, dass wir es aufnehmen möchten. Und dass du unser Herz erforscht. Vergib da, wo wir falsche Prinzipien haben. Herr, da, wo unsere Mauern eingerissen sind und wo der Feind hineingekommen ist. Herr, und wo nur noch Traurigkeit, Einsamkeit, Frust, Enttäuschung ist, bitte, Herr, vergib es uns. Herr, wo wir zugelassen haben, wo wir resigniert haben, wo wir uns hingesetzt haben. Herr, wir wollen Buße tun. Wir wollen wirklich wieder ganz neu zu dir kommen. Herr, und dass du die Mauern wieder heilen möchtest, dass sie wieder aufgebaut werden. Hilf, Herr, dass wir das Unsrige tun. Herr, dass wir mit deinem Wort, Herr, aber auch das Unsrige, was du uns anvertraust, dass wir es tun, dass wir gemeinsam gehen, dass wir auf dein Wort hören, dass wir auf deine Stimme hören, dass wir das wissen, was du willst, Herr. Herr, vergib uns da, wo wir so oft in eigener Kraft gegangen sind. Herr, wir haben so vieles zugelassen. Wir haben so vieles, Herr, was uns persönlich als Mensch so wichtig geworden ist. Herr, wo wir fremde Götter nachgejagt sind. Herr, das Irdische, das ist so laut. Herr, und wir haben es gar nicht gemerkt. Da, wo wir als Gemeinde, Herr, zugelassen haben, dass unsere Mauer eingerissen ist. Herr, wo deine Prinzipien, Herr, wo dein Wort nicht mehr das Wesentliche ist. Herr, wo wir zugelassen haben, dass die Sünden der Welt in die Gemeinde reingekommen ist, in unsere Herzen, Herr.
Wenn jeder das tut, dann tue ich es auch. Herr, wo kein Unterschied mehr ist, Herr, zwischen deinen Kindern, Herr, und den Kindern der Welt. Herr, wir sollen doch Licht sein. Herr, wir wollen doch einen Unterschied machen. Stellet uns wieder her. Stelle unsere Prinzipien wieder her. Stelle unseren Glauben wieder her. Stelle uns das Wollen und das Vollbringen wieder her. Herr, wir brauchen, Herr, wirklich diese Berührung von dir. Herr, dass dein Wille geschehe, dein Name soll verherrlicht werden. Es bist du, es geht um dich, es geht um dein Reich. Herr, manchmal müssen wir durchmal aufgerüttelt werden, wachgeschüttelt werden, Herr, dass wir neu unsere Prinzipien wieder setzen, Herr, und dass wir ganz neu nach deinen Worten gehen. Was möchtest du? Herr, vergib, Herr, wo wir Gemeinde gebaut haben, Herr, wo du gar nicht mehr da bist, Herr, wo es viel mehr ums Äußerliche geht. Herr, wo alles so überflüssig geworden ist. Herr, wo unser Ich so im Vordergrund steht, Herr. Vergib, vergib, vergib. Hab Erbarmen über dein Volk. Es ist Gnadenzeit, Herr. Und du schenkst uns eine neue Gelegenheit, dass wir diese Mauern wieder aufrichten möchten. Aber Herr, mit der Kraft Gottes hast die Welt erkannt, dass es einen Gott gibt und dass wir den Gott des Himmels und der Erde nachfolgen. Dir sei Ehre, Lobpreis, Dank, Anbetung, Herr. Segne jeden Einzelnen. Heute ist Sonntag, Herr, auch wenn wir uns nicht so versammeln können, aber begegne jeden Einzelnen, Herr, dass wir unsere Prinzipien, Herr, wirklich neu überprüfen, Herr, und dass dein Wort, Herr, wirklich Gestalt annimmt in unserem Herzen, dass wir den Charakter Christi bekommen, dass wieder, Herr, das zählt, Herr, was du möchtest, Herr, dass dein Name verherrlicht wird, dass du jeden Einzelnen begegnest, Herr, umarme, stärke, tröste, erneuere, Herr, aber Herr, dass wir siegreich sein möchten und dir sei Ehre, Lobpreis, Dank, Anbetung. Es geht um dich, es geht um dein Reich, es geht um dein Name und dein Name soll verherrlicht werden. Wir wollen dich loben und preisen in Jesu Namen. Amen.